Jo, servus Leute, herzlich willkommen zurück bei Trains in World CSX Heavy Haul. Und ich habe gerade mal ausprobiert, wie es denn ausschaut, wenn ich. Wieso machen die eigentlich keine Geräusche, die Diesellokomotiven? Das ist mir ein Rätsel. Oh. Wenn zu schnell sind wir. Machen wir mal ein bisschen Bribimse rein. So. Jawohl. Schon läuft doch hier der Hase. Und das Witzige ist, ich habe in Full HD nicht wirklich viel bessere FPS. Also das war vielleicht ein Unterschied von 10. Weil es ist mir nicht wert, dass das Spiel 10-mal so scheiße aussieht. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Nice. Ich wüsste jetzt überhaupt gar nicht, wenn so ein Hooper kommt, wo ich draufdrücken muss. Hier wahrscheinlich. Nee. Läutwerk. Okay. Sander, vordere Achse und Sand. Naja. So, ich mache noch ein paar Fenster auf und zu, weil das ist ja ein cooles Achievement. Habe ich eigentlich schon das Fenster-Achievement? Ich weiß es gar nicht. Ich mach's einfach mal. Ja, legen wir mal los. Hä, es erinnert mich voll. Hä, selbe Strecke wie in Trains in New Era? Glücklicherweise. Sieht schon ein bisschen ähnlich aus, na, obwohl. Nee. Ich meine jetzt Avery to Drexel, die Route. Bei. In Trains in New Era. Boah, das sieht so gut aus, das Spiel, das ist der Hammer. So geil, Leute. Schaut euch das doch mal an. Ja, fast. So. Es ist doch einfach nur göttlich. Einfach nur göttlich. So, darf ich auch gleich mal 35 fahren, bitte. Wenn ich 35 fahren dürfte, das wäre auch schon richtig töft, muss man sagen. Also, wäre auch schon mal ein bisschen schnell. Immerhin, ein bisschen schnell. Okay. Alles klar. Wie lang ist denn mein Scheißzug eigentlich jetzt? Okay, nice. Oh, 35 ist doch auch schon mal lecker, muss man sagen. Das kann man ja auch schon mal machen.
Sieht's denn eigentlich hier hinten aus? Ja, hinten alles gut. Ja, nice, ne, Leute hier. So, guter Leck. Okay. So geil, wie realistisch das aussieht. Ohne Scheiß, Leute. Einfach nur absolut genial. Wie sich da die ganzen Dinger bewegen. Ohne Spabiss. Hier schöne Schräglage in der Kurve. Viele wissen das ja gar nicht, dass wirklich in den Kurven die Schienen immer schräg gebaut sind. Es gibt da keinen Zug, der da gerade über so eine Kurve drüber fährt. So, die nächste Beschränkung ist schon wieder 50. Aber das haben wir ja auch jetzt aktuell, wenn denn dieser blöde lange Zug endlich mal da drüber ist. Irgendwann. So, bam, mal ein bisschen Stoff gegeben hier. So. Jetzt 50 kommen schon. Schomkon. Na komm, bimmen Sie schon, bitte. So, ja. Was gibt's denn noch für Themen? Ja, Gamescom kommt bald, ist bald, war wahrscheinlich schon, wenn rauskommt. Ich bin ja mega hyped auf Far Cry 5, ey, ohne Spaß. Oder Assassin's Creed Origins, also das ist... Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich hyped darauf bin. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gefahren in dem Spiel. Okay, nächstes ist auch wieder 50. Und Signal haben wir kein nächstes anscheinend. Gibt es nicht mehr. Naja, dann können wir jetzt die ganze Zeit im Prinzip so fahren. Ah ja, da. Nächstes Signal in 2 Meilen und das ist grün. Na, prima. So, prima. So, bin ich mal gespannt aufs nächste Tempo. Bitte nicht unter 50, bitte.
Wenn du der 50 ist, ist dumm. Okay, es gibt keine Beschleunigungsrahmen bzw. Geschwindigkeitsverbot. Demnächst. Oh. Ist das Signal eine Meile? Guck mal einer an. Ah, kann noch mal einen Schluck trinken hier. So. Ah, das ist ja eine richtig frühe Ankündigung, ey. Muss man ja mal so sagen. Da hinten ist das, okay. Das wird halt, geht halt immer weiter weg, weil wir so einen Bogen fahren oder wie. Jetzt komm mal drauf klar, Alter. Ja, hier ist ein cooles Dorf. Oh, da kommt einer entgegen. Schöne Sabirre auf jeden Fall. So. Gehen wir nochmal ein bisschen Gas, wenn wir ein bisschen über 50 kommen. Ach du Scheiße, so. Wir sind ein bisschen zu schnell hier, so. Bin mal gespannt, was das nächste Geschwindigkeitslimit sagt. Ich frage mich halt gerade, warum bekomme ich Geschwindigkeit dazu? Es geht hier berghoch leicht. So. So, mal wieder weg. Sonst wären wir zu schnell. 50 bei so einem langen Güterzug ist schon nice, muss man sagen. Also, Respekt. Als nächstes haben wir 50 Meilen. Scheiße. Das gedacht. So, 14 Minuten läuft die Folge schon wieder. Dann geben wir mal ein bisschen mehr Gas hier. So. Gut, gut, gut.
So, okay. Wie sieht's denn hier hinten aus? Hier hinten ist auch alles fresh. Ja, alles fresh am Stiersel hier. Okay, nice. Boah, ist halt dumm, wie wir ihm überhaupt nicht näher kommen. Was sind wir denn gerade? Da. Ah, das kriegen wir hin. Ist ja nicht in dieser Folge, aber dafür dann in der nächsten. Oder darauf dann die nächste. Oder dann da die nächste. Oder da die nächste. Oder. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir langsam wieder ein bisschen zu schnell. Es schade, dass man diesen Tempomat auch einstellen kann bei der Lokomotive. Gibt es mittlerweile bestimmt bei modernen Lokomotiven auch schon, dass er dafür einfach ein Tempomat hat. Hat zumindest so eine dazu schaltbare Arschgeschwindigkeit. Das? Naja, egal. Ich laber wieder Mist. Aber davon sehr viel. So, bin langsam mal ein bisschen müde, deswegen bitte ich das zu entschuldigen, falls irgendwie absoluter Bullshit bei rauskommt. Ist nämlich schon ein bisschen später. Obwohl, erst gerade mal 20 vor 11. Hab ich gehört, mal früher schlafen, naja, ohne Witz. Hab so eine geile Rammstein-Uhr hier neben, so eine Analog-Uhr als Programm. Gibt's das, die heißt Clocks, also Clock und dann X hinten dran. Cool, da gibt's coole Uhren. Ich kann bestimmt noch tausende andere Themes aus dem Internet ziehen. Aber auch die, die da schon Standard dabei sind, also Metallica, Hintergrund gibt's da, Rammstein gibt's da. Aber wirklich alles vom Feinsten, sehr nice. Ja. Okay. Also es hieß, das Szenario dauert 2 Stunden. Also bis jetzt dauert es, glaube ich, eine halbe Stunde, ja. Ist ein bisschen länger als eine halbe Stunde dauert das Szenario jetzt. Kommt ungefähr hin. Denn darf wieder nur 25, ist doch doof. Nee. Unabhängige Bremse machen wir mal ein bisschen an. Service. So, hier. Alles klar. Krass. Schön. Und da vorne auch wieder nur 25. Boah, Alter, das ist doch dumm, diese blöden Geschwindigkeitsbegrenzungen hier. Also sind wir hier ordentlich mal eine höhere Leistungsstufe reinlegen, weil es ziemlich hoch geht. Sonst
kommen wir hier gleich mehr hoch und dann bin Bombels, aber ey, ohne Witz. So. Boah, ist ja schlimmer als bei jeder Dampflokomotive, ey. Ich hoffe mal, dass der nächste Teil von Trains in World, also nach dem DLC mit den Personen, kommen dann mal Dieselloks, ja, Dieselloks, Dampfloks dran. Das wäre richtig nice. Weil heutzutage ist überhaupt nicht mehr gewohnt, diese 25 Meilen bzw. km/h pro Stunde, das ist ja im Prinzip für unsere Erfahrung, beziehungsweise sind ja nicht Erfahrung, sondern für unser Empfinden nicht sonderlich groß. So. So. Ein bisschen Gas geben nochmal. Boah, da geht's hier steil hoch, ist ja wohl die Krönung. So, was genau, Preissturz. Was habe ich jetzt mit Preissturz eigentlich? Ich bin nicht total verblendet, Alter. Total Mist am Labern. Ich muss mal langsam wieder zu mir kommen. So, es liegt nicht am Spiel. Das Spiel macht Spaß, aber ich habe irgendwie so gerade einen Schwächeanfall. So ungefähr. Ja, als ob es immer noch 13 Kilometer sind, ist ja wohl die Krönung. Alter, das ist die längste Meile, die ich kenne, ey. Immer noch 13 Meilen. Aber wird auch schon 13 angezeigt, wenn 13,999 steht, wenn er nur einen Schaden bekommen hat. Gas hier, boah, 1,5 geht's hier hoch, das sieht überhaupt gar nicht so aus. So. Shoot, ich würde jetzt so langsam gerne mal wieder eine angemessene Geschwindigkeit bevorzugen, würde ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja keine angemessene Geschwindigkeit so, also ist ja, braucht man ja ewig hier. So, gut, dann können wir hier nochmal einen Ticken zurückgehen. So, 12 Meilen noch. Okay, ja Leute, ich würde sagen, das war's mal wieder für eine weitere Folge. Trains in World C6 Heavy Haul. Ja. Dauert anscheinend noch einen kleinen Augenblick, bis wir hier fertig sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Tschö.